So, ich stehe dann jetzt hier mit dem Florian Blum. Letzte Saison hast du in Batam gespielt, zweite Liga, jetzt spielst du dritte Liga in Neu-Ulm. Was hat dich denn quasi nach hier verschlagen? Ja gut, ich habe ja davor schon 3 Jahre in Neckarsulm gespielt. Okay. Und bin dann ja ein Jahr nach Hamm und jetzt dann halt wieder nach einem Jahr zurückgekehrt nach Neckarsulm. Okay. Und bist quasi nach Hamm gewechselt, obwohl Neckarsulm auch zweite Liga gespielt hat? Genau, ja. Die Hoffnung war, mit Bad Hamm in der ersten Bundesliga zu spielen. Ah. Hat dann aber ja, also die waren ja auch Tabellenführer in der zweiten Bundesliga, sind dann aber, weil die Saison abgebrochen wurde, Corona-bedingt halt nicht aufgestiegen. Ach, also die hätten ja wahrscheinlich den Aufstieg geschafft. Und da war halt die Hoffnung, dann TTBL spielen zu können und eben nicht nur zweite, das heißt nur, also halt nochmal eine Klasse höher zu spielen. Und ja. Hat dann aber leider nicht geklappt. Und ja, genau. Jetzt bin ich halt wieder zurück nach Neckarsulm, einfach auch, weil es von der Fahrerei her auch ein bisschen angenehmer ist. Und habe mich in Neckarsulm auch wohl gefühlt und guter Verein, passt zu mir. Ja. Ja klar, wenn du hier schon 3 Jahre gespielt hast, dann kennst du ja auch die Leute kennen dich. So eine, genau. So eine Bindung vom Spieler zum Verein, finde ich, ist gerade heutzutage auch extrem wichtig, wenn man sich als Verein mit den Zuschauern so ein bisschen identifizieren kann. Ja, man sagt halt schon mal eher, ah, Sonntag, ja, soll man in die Halle gehen, ja, der Blum spielt wieder, ne, sag ich jetzt mal, wenn die dich eh schon kennen. So, dann kommen die halt schon mal eher, wenn die einen kennen, als wenn die einen jetzt mal nicht kennen. Ne. Ich merke das bei mir im Verein. Da sind Leute bei, die spielen schon seit 30 Jahren da im selben Verein. So, da hast du dann auch schon mal so alteingesessene Freunde von denen, die kommen dann schon mal abends auf ein Bier vorbei, anstatt sonst würde da keiner vorbeikommen. Ne? Ja. So, aber so ist es halt. Ja, Flo, ne? Dann sag mir mal, wann hast du denn eigentlich angefangen mit Tischtennis? Und wie bist du dazu gekommen? Ja gut, die ersten Bälle habe ich wahrscheinlich so im Alter schon von 5, 6 oder sowas gemacht. Mein Vater hat ja früher auch hochklassig gespielt, spielt jetzt immer noch ganz gut, spielt ja immer noch in der Regionalliga. Ja. Und so war ich dann halt oft in der Halle dabei und irgendwann habe ich dann halt so die ersten Bälle so eben mal mit meinem Vater halt so gespielt, wo ich gerade so über die Platte gucken konnte. ja genau, und dann so richtig angefangen mit Training, würde ich sagen, war dann mit 8 ungefähr. Habt ihr auch eine Platte zu Hause gehabt? Oder genau, dann? Wir haben auch eine Platte zu Hause gehabt, haben dann auch zu Hause öfters gespielt. So ganz klassisch. Ja, genau. Ja, cool. So, hast du schon mal in einem Kader mitgespielt? Also quasi, ich sag, es gibt ja auch, es gibt ja Spieler, die sind dann auch schon mal so im Jugendkader und dann werden die dann speziell vom Kader gefördert, von dann den verschiedenen Bundesländern. Warst du auch um einen drin? Ja gut, also in Baden-Württemberg war ich natürlich im Landeskader, ja. Mhm. Und ein Jahr war ich auch im C-Kader, also im Bundeskader für U18 war es damals noch, jetzt ist ja U19. Ja. Genau, da war ich dann auch ein Jahr im Jugendbundeskader. Okay. Und ist schon relativ früh rausgekommen, dass du dich dann für Abwehrspielen entscheidest? Ja, also die Entscheidung habe ich so mit 10 ungefähr getroffen. Habe schon immer so als Angriffsspieler auch so gern ein bisschen von hinten gespielt. Mhm. Und dann hatte mich ein Trainer halt mal gefragt, ja, willst du nicht mal so ein bisschen Abwehr probieren? Habe ich es halt mal so ein bisschen probiert und ja, das ist jetzt mal rausgekommen. Wann hast du angefangen, das so zu integrieren, dass du dich wirklich fokussiert auch warm machst vor den Spielen? Boah, weiß ich nicht genau. Also kann ich dir nicht genau sagen. Also machst du schon lange? Ja, jetzt schon seit ein paar Jahren zumindest, würde ich sagen. Aber ja, man wird halt mit der Zeit ein bisschen professioneller so, weil sonst ist halt immer blöd, wenn man so am Anfang nicht direkt da ist. Und ja, also seit ein paar Jahren mache ich es auf jeden Fall schon. Früher habe ich es mit Sicherheit nicht so gemacht, klar, aber ja. Ja, weil wenn ich da mal in die höheren Ligen gucke, ich bin auch schon mal öfter in Grenzau, also die Jungs, die da kommen, egal aus welchem Bundesliga-Verein, die gehen wirklich, da siehst du, wenn dann das zweite Einzel ist und das dritte Einzel kommt, dann gehen die raus, nehmen die Tasche, machen sich schon mal warm, gehen dann extra separat und haben dann meistens auch Musik schon mal drauf, um sich zu fokussieren. Und ist halt wirklich selten, dass das auch mal jetzt jemand so in der zweiten und dritten Liga, habe ich eigentlich wirklich kaum gesehen. Ja? Und bist eigentlich auch so mit der Einzige. Und
ich glaube, dass das auch so ein Garant dafür ist, dass du halt, wenn du dich dann wirklich darauf fokussierst und dich da mental auch darauf vorbereitest, dass das schon viel, viel ausmacht. Würdest du auch sagen, dass es so ist? Kann auf jeden Fall was ausmachen, ne? Ja. Definitiv. Also. Okay. Wie machst du das? Machst du nur Tischtennis im Moment oder ist da auch noch Arbeit mit dabei? Also jetzt aktuell übergangsweise ist es tatsächlich nur Tischtennis, aber ich bin im August, habe ich meine letzte Prüfung gehabt, habe mein Masterstudium abgeschlossen und ab Januar habe ich jetzt eine Stelle, wo ich ins Referendariat gehe, Berufsschullehramt. Und genau deshalb jetzt übergangsweise sozusagen ein paar Monate mache ich nichts anderes außer Tischtennis, spiele jetzt halt extrem viele Turniere. Du warst jetzt im Challenger, spielst du halt schon mal öfter, aber du warst auch jetzt im Jetzt war ich in Prag. In Prag genau. Warst du jetzt mal gewesen, ne? Und auch relativ, ich war in Prag, habe ich jetzt nichts verfolgt, aber da warst du, glaube ich, auch im Halbfinale oder hast, ja, du, genau. Hast du auch gewonnen? Ich war einmal Dritter und einmal Zweiter jetzt diese Woche. Ah, okay. Und die Leute, die kennst du auch so, die sind auch sonst schon mal hier im Umkreis? Ja, die kennt man schon. Ja? Also ist jetzt nicht so, dass du von jetzt auf gleich gegen irgendwelche spielst, die du gar nicht kennst? Ja, ab und zu ist natürlich schon immer wieder Leute dabei, die man noch nicht so kennt, aber die meisten kennt man tatsächlich. Ja. Ja. Und das ist, und du hast ja auch, wir haben eben noch ein Vorgespräch so ein bisschen gemacht, dass du das auch dann eher als Training siehst, dann schon mal als, sage ich jetzt mal, als wirklicher, ich meine, da kommt natürlich noch dazu, dass man dabei auch ein bisschen was verdient, ne? Aber ich sage jetzt mal, du hast ja gesagt, das ist für dich so ein bisschen mehr Ansporn, dann da auch was alles zu geben, als jetzt so ein Training, wo du dann immer wieder eine Übung spielst. Und gerade als Abwehrspieler, wenn dann variable Angriffsspieler mit dabei sind, ist das für dich ja dann auch schon so ein bisschen schöneres Training. Ja, genau. Mal, ne? Also ich kann mich da so ein bisschen besser reinkämpfen, ein bisschen fokussierter auch trainieren, sozusagen, also in dem Wettkampf dann. Als wenn ich nur einfach Übungen spiele, wo es dann halt auch schnell für mich persönlich dann so zu gleichmäßig wird und eine gewisse Grundsicherheit, also das habe ich früher öfters natürlich gemacht oder auch Ballheimer oder so habe ich viel trainiert, um einfach diese Ballsicherheit zu bekommen, aber so, wenn ich weiß, was passiert, dann habe ich ja schon eine hohe Sicherheit eigentlich in meinem Spiel. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt als meinen Schwachpunkt bezeichnen, sondern für mich wird es halt schwierig, wenn die Leute es schaffen, eben variabel gegen mich zu spielen. Und deswegen sind für mich oftmals Matches tatsächlich auch das beste Training. Ja. Was würdest du sagen, ist als Abwehrspieler so das A und O, wenn man jetzt wirklich im Training ist und sagt, oder sagt, ich weiß nicht, man kommt mit dem Angriffsspiel nicht so ganz zurecht, ich würde mal gerne Abwehr probieren, aber wenn, dann würde ich es halt auch schon richtig machen. Was ist so deiner Meinung nach so das Wichtigste als Abwehrspieler, was man trainieren sollte? Also am Anfang zunächst mal, halt, dass man einfach auch eine gewisse Sicherheit hat, weil so gerade mit der Rückhand zum Beispiel oder sowas, da sollte man halt es möglichst schaffen, ziemlich sicher zu spielen. Und mit der Vorhand, da ist es natürlich abhängig vom Spielsystem. Also ich bin ja jetzt eher so klassisch Abwehr, also ich greife ab und zu mal an, ja, aber ich spiele ja schon Vorhand Abwehr, während wenn man jetzt zum Beispiel in der ersten Bundesliga schaut, ein Rüdiger Fidus oder ein Wang Shi, die spielen Vorhand relativ wenig Abwehr. Das heißt also, Vorhand, das ist dann immer relativ individuell unterschiedlich, wie da dieses Spielsystem ist, wobei das Spielsystem, wie ich es jetzt mache, schon eher am Aussterben ist, muss man sagen. Ja, also so klassisch, also, das ist dann schon so eher so klassische Abwehr mit, genau, Vorhand und mit Rückhand. Aber du greifst ja auch mit der Rückhand dann schon mal an und auch schon mal dann mit der, also wenn du angreifst, ja dann auch wirklich Vollgas, ne? Also habe ich auch selten mal gesehen, dass du mal so einen leichten anziehst, sondern du kommst dann nach vorne und greifst dann wirklich an. Ich glaube auch, dass das dann schon mal so einen entsprechenden Überraschungseffekt für den Gegner hat. Wenn du dann von in zwei Sätzen nur Abwehr gespielt hast und den Ball reinschiebst und dann Abwehr machst und dann vielleicht dann dich entscheidest, dann doch öfter Angriff zu spielen, hat man, glaube ich, gegen Stuttgart gesehen. Da hast du dann in einem Satz auf einmal voll angefangen anzugreifen. Ja. Und das war ja, wie heißt der nochmal? Shia? Daud Scheib. Genau, gegen den, da war ja ein Ballwechsel, weil da hast du ja, glaube ich, 10 hintereinander angegriffen. Ne? Also wenn dann schon richtig, und
Ja, also ich finde, das Spielsystem, was du hast, ist einmalig, gerade unterhalb der TTBL. Und ich finde es auch ansehnlicher, weil man halt einfach merkt, was du für eine Bewegung in den Ballwechseln hast, dass du nicht nur einfach stehst und wartest, dass der Ball kommt. Ja? Du machst nicht nur was in den Ball rein und denkst dir, okay, wenn ich das reinmache, dann kommt er so zurück, sondern man hat ja auch heute im ersten Einzel gemerkt, was schon wirklich krass war, wie die Welle da teilweise, mit was für einer Geschwindigkeit die dann auch zurückkommen. Würdest du sagen, dass der Plastikball dir ein bisschen was genommen hat am Abwehrspiel? Ist erstens immer schwierig zu sagen. Zweitens, ich finde, diese Diskussion führt auch zu nichts, weil das ist eine Entscheidung, die getroffen wurde, die müssen wir als Spieler annehmen und dann muss man mit dem Gerät, mit dem Material, was man halt bekommt, muss man halt einfach spielen. Und dann, was wäre wenn, da ist sich irgendwas zu überlegen, zu diskutieren oder dann wäre ich besser oder sowas. Ja, ich finde es immer eine blöde Diskussion, weil es bringt eben auch nichts. Also von daher bin ich da relativ neutral gegenüber. Wenn wieder irgendeine Regelung, Änderung sein sollte, muss ich es auch wieder hinnehmen, werde ich auch neutral, da werde ich versuchen, dann das Beste draus zu machen und fertig. Ja, sicher. Wie ist das, wenn du, ihr spielt ja nicht immer mit demselben Ball, merkst du denn einen Unterschied von dem Plastikball, merkst du da einen? Ja, teilweise gibt es schon gewisse Unterschiede zwischen den Bällen oder sowas oder auch zwischen den Tischen, das Material ist nicht immer 1:1 identisch, das ist halt so. Aber auch da, man muss sich dann halt immer versuchen anzupassen, einzuspielen und dann halt... Also du versuchst das auch gar nicht so wirklich auf dich einwirken zu lassen, sage ich jetzt mal. Ich sage jetzt bei uns in der Bezirksoberliga, ne, da, wenn ich da irgendwo mit einem Mannschaftskollegen fahre und der sagt dann und der guckt auf den Ball und sagt, oh mein Gott, die spielen Sunway oder die spielen andere, da sagt er direkt schon, oh nee, da kann ich nicht mitspielen, sondern ist das schon mit so einer Einstellung. Ja, genau. Und das ist natürlich nicht förderlich. Ja? Also es führt halt zu nichts. Also das ist halt immer dieses ganze Ding. Das sind Aspekte, wo ich als Spieler keinen Einfluss drauf habe. Also versuche ich auch, mich damit möglichst wenig zu beschäftigen und es auszublenden. Sondern ich merke dann zum Beispiel, auf dem einen Tisch springen die Bälle ein bisschen höher ab, auf dem anderen Tisch kriege ich ein bisschen mehr Schnitt, ein bisschen weniger Schnitt rein. Und dann versuche ich halt im Spiel eine Lösung zu finden. Weil dieses Aufregen darüber führt zu nichts. Also es bringt mich ja nicht weiter, weil wenn ich nach dem Spiel dann sage, ich habe wegen Ball verloren, dann interessiert es keinen, zu Recht. Weil am Ende interessiert, hast du das Spiel gewonnen oder hast du das Spiel verloren. Ja, und da kommen wir eigentlich auch schon zu deinem Spielmaterial. Erstens, hat sich das über die Jahre, wo du jetzt Abwehr spielst, geändert? Hast du da jetzt auch mal Noppen ausprobiert? Also den Noppenbelag, da spiele ich eigentlich schon immer den Curl P1 von Victors. Also damals noch TSP und jetzt halt Victors. Und das habe ich eigentlich auch nie geändert. Also das habe ich jetzt schon seit über 15 Jahren oder so. Ja. Also. Aber du bist ja auch bei Victors als Vertragsspieler. Genau, ja. Seit wann? Auch ewig. Auch schon ewig, also auch schon was länger jetzt. Ja. Also auch schon 10 bis 15 Jahre, ich kann es ja nicht genau sagen. Ja. Hast du dir dein Material damals selber ausgesucht oder haben die dir gesagt, sage ich jetzt mal hier, ab zum Abwehrspiel passt das Holz, hast du dich da beraten lassen oder hast du selber ausprobiert? Also Holz hat sich dann mit der Zeit ergeben, also da habe ich auch schon zwischendurch mal geändert und so. Da spiele ich jetzt das Koji Matsushita und den Rückhandbelag, das war schon damals der Abwehrbelag. So. Also die Vorhand hat sich mal geändert, das Holz hat sich mal geändert, die Rückhand war immer das gleiche. Ja, aber du spielst einen ganz normalen Tensorbelag, jetzt kein Hybrid, der irgendwie klebrig auf der Vorhand ist oder extrem harter Schwamm. Nee. Ja, also wirklich so, was war das, der V01? Ja, ne? Genau, der V01. Ja, auch von Victors. Ja, abschließend bleibt dann eigentlich auch nur zu sagen, wie war das Spiel für dich jetzt heute? Am Ende positiv, wir haben 6-4 gewonnen. Das ist jetzt mal das Wichtigste. 100% zufrieden bin ich jetzt nicht mit meiner persönlichen Leistung. Fladi und ich im Doppel, wir harmonieren noch nicht 100%, haben jetzt erst ein Doppel die Saison gewonnen.
ist natürlich keine zufriedenstellende Bilanz, muss man ganz klar sagen. Und dann gegen Tibor Spanik, ja, schlecht ins Spiel reingekommen. Er hat sehr variabel gespielt, hat es wirklich gut gemacht, muss man auch da ganz klar anerkennen. Aber ich werde mir natürlich versuchen, für die Rückrunde was einfallen zu lassen. Und habe dann die Hoffnung, dass ich vielleicht in der Rückrunde ihn doch schlagen kann. Und gegen Mego, ja, dass ich halt nochmal das Spiel gewinnen kann. Das lief dann wieder ganz gut. Ja. Aber wie gesagt, insgesamt, wir haben 6, die Gegner haben 4. Ja. Alles ist gut. Also gegen Mego war auch wirklich, also meiner Meinung nach war das, auch wenn jetzt ein Satz an ihn ging, war relativ souverän. Und das Spiel gegen die Nummer 2 war natürlich ein bisschen auch unglücklich. Was mir aufgefallen ist, dein Coach hat gesagt, du musst Länge in die Bälle kriegen. Das bedeutet ja quasi, dass wenn du den Abwehrball machst, dass der nicht relativ kurz, also relativ kurz hinter dem Netz kommt, sondern dass der relativ weit rausgeht, damit der Gegner den nicht kurz ablegen kann. Ja. So, gibt es da eine Möglichkeit, dass irgendwie, ja, weil dieses kurze Ablegen, das wieder nach hinten kurze Ablegen, das ist ja quasi das, was dein Spiel eigentlich so, was dich ja quasi killt an der Platte. Ne? Ja. So, und da musst du halt auch schon wirklich sehr gut beweglich sein und immer den Ball hinterher. Versuchst du dann, wenn du merkst, dass der Gegner so spielt, dass er sich immer wieder kurz ablegt, wieder weit rausrückt, versuchst du dann aktiver dann zu spielen oder versuchst du dann noch mehr und variabler den Schnitt zu setzen? Im Prinzip versuche ich genau das, dass ich Länge in den Ball kriege. Weil in dem Moment, wo der Ball lang kommt, kann der Gegner erstens nicht so fest spielen und zweitens den kurzen Ball nicht ganz so kurz ablegen. Und dann muss ich auch nicht ganz so viel rennen. Ja. Und wenn der Ball, weil dann komme ich natürlich auch gar nicht zum Angreifen, weil ich bin nur am Vor-Zurückrennen, bin immer zu spät für den Ball und versuche den Ball nur irgendwie auf den Tisch zu spielen. Und in dem Moment, wo ich halt Qualität in meine Bälle bekomme, kann ich dann auch ein bisschen das Spiel selber steuern und habe dann halt nicht ganz so viel Stress. Ja. Also es ist quasi, wenn dann auch mal die Länge stimmt vom Ball und der wird dann abgelegt, dann kommt der meistens dann etwas höher und kurz zurück und dann greifst du genau, meistens dann an, dass ich eigentlich genau, dann kann ich auch mal angreifen. Aber wenn der Gegner es halt immer schafft, den Ball extrem kurz abzulegen, wie gesagt, dann bin ich immer zu spät und versuche irgendwie noch auf den Tisch zu spielen. Und das klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Ja, okay. Ja, also ich fand, heute war ein guter Tag, hattet ja auch wirklich viele Zuschauer. Die Halle ist wirklich sehr schön, auch wenn du sagst, dass es eine Ersatzhalle ist. Ne? Ihr spielt normalerweise woanders, aber auch in Neckarsulm selbst. Genau, ne? Wir spielen eigentlich in der Ballei, aber auch in der Halle kann man gut spielen. Okay. Ja, Flo, dann vielen Dank für das längere Interview. Ich mache ja normalerweise immer so kurze Dinge, aber ja, ich habe mir jetzt zwar überlegt, auch mal, wenn ich dann unterwegs bin und die Spieler dann noch Bock haben, ne? Hat ja auch nicht immer dann jeder Bock, das heißt mal, wenn man dann 2-0 verliert, Interview, nee, kein Bock, ne? Kommt ja dann auch schon mal vor, aber war ganz schön hier, auch das zu filmen und ja, fand es eigentlich ganz in Ordnung, ich würde mal sagen, alle anderen essen schon, ich bequatsche ich hier noch, ne? Damit machen wir hier auch Schluss und ich bedanke mich fürs Interview.